In diesem Video geht es um die Berechnung der Lagebeziehung zwischen zwei Geraden. Wie ihr wisst, können vier verschiedene Lagebeziehungen auftreten. Zwei Geraden können echt parallel sein, sie können identisch sein, sie können sich in einem Punkt schneiden oder sie können windschief sein. In dieser ersten Darstellung haben wir zwei Geraden G und H, die echt parallel zueinander sind. Die Gerade G hat den Stützvektor A und den Richtungsvektor U und die Gerade H den Stützvektor B und den Richtungsvektor V. Wie man in der Zeichnung erkennen kann, sind nicht nur die beiden Geraden G und H parallel zueinander, sondern auch die Richtungsvektoren U und V. Und das ist genau immer der Fall. Das heißt, wenn zwei Richtungsvektoren von zwei Geraden parallel zueinander sind, sind auch die zugehörigen Geraden parallel, wie man sich leicht klar machen kann. Jetzt ist die Frage, wie kann man rechnerisch überprüfen, ob zwei Richtungsvektoren parallel sind? Dies ist dann der Fall, wenn die beiden Richtungsvektoren Vielfache voneinander sind. Das heißt, lässt sich der Vektor U als ein Vielfaches des Richtungsvektors V darstellen, dann sind die zugehörigen Richtungsvektoren U und V auch parallel. In dieser Darstellung kann man sich ja mal überlegen, was dieser Faktor k sein müsste. Wenn ihr euch das jetzt mal hier anschaut, wir verschieben mal diese zwei Richtungsvektoren V so, dass sie auf U liegen, dann kann man erkennen, dass der Richtungsvektor U doppelt so lang ist wie der Richtungsvektor V und in entgegengesetzte Richtung zeigt. Das heißt, der Richtungsvektor U lässt sich als minus 2 mal V darstellen. Ja, jetzt ist natürlich noch die Frage, sind die beiden Geraden nur echt parallel oder sind sie sogar identisch? Und das kann man rechnerisch zeigen, indem man eine Punktprobe macht. Wie man in diesem Beispiel sehen kann, liegt der Punkt A nur auf der Geraden G, aber nicht auf der Geraden B, wenn sie echt parallel sind. Das bedeutet, wenn ich jetzt rechnerisch überprüfen will, ob sie identisch sind oder echt parallel, setze ich den Stützvektor A beispielsweise in die Gerade H ein, mache also die Punktprobe, das heißt, ich überprüfe, ob der Punkt A auch auf der Geraden B liegt. Ist das der Fall, werden wir sehen, sind die beiden Geraden identisch. Ich kann natürlich auch umgekehrt den Vektor klein b in die Gerade G einsetzen, um zu überprüfen, ob der Punkt B auf der Geraden G liegt. Ist das der Fall, werden sie auch identisch. Ist das nicht der Fall, sind sie echt parallel. Das heißt, wenn ich jetzt B in G zum Beispiel einsetze, würde es keinen Parameterwert ergeben, sodass die Gleichung erfüllt ist. So, wir schauen uns jetzt noch den Fall an, wie es ist, wenn die beiden Geraden identisch sind. Ich verschiebe die Gerade G so, dass sie auf der Geraden H liegt. So, der Punkt A würde jetzt zum Beispiel hier liegen. Ja, jetzt sieht man, die beiden Richtungsvektoren U und V sind natürlich immer noch parallel und Vielfache voneinander. Das heißt, diese Rechnung hier würde zu einem bestimmten Wert von K führen. Und wenn man jetzt die Punktprobe macht, das heißt, wenn man jetzt den Stützvektor von A in die Gerade H einsetzt, würde eine wahre Aussage entstehen. Man könnte jetzt eben ein Parameter S finden, sodass man zu dem Punkt A gelangen würde. B plus ein Vielfaches von V würde jetzt zu A führen. Oder umgekehrt, man könnte jetzt den Vektor B in die Gerade G einsetzen und auch dann würde es für den Parameter R einen bestimmten Wert geben. Einige Male U, vielleicht 2,5 mal U, ergibt dann B. Ja, jetzt kommen wir zu den beiden anderen Fällen, nämlich der Fall, dass die beiden Geraden sich in einem Punkt S schneiden
beziehungsweise dass sie windschief sind. Im ersten Schritt würde man auch hier wieder überprüfen, wenn man nicht weiß, wie sie liegen, ob U und V Vielfache voneinander sind. Das ist hier natürlich nicht der Fall, da die Richtungsvektoren nicht parallel zueinander sind. Im zweiten Schritt müsste man dann schauen, ob sie einen gemeinsamen Schnittpunkt S haben. Dies könnte man überprüfen, indem man die Geraden G und H gleichsetzt. Wenn sie einen gemeinsamen Schnittpunkt haben sollten, müsste es für den Parameter R und für den Parameter S genau einen Wert geben, sodass man zu diesem Punkt S gelangt. Auch hier könnt ihr euch mal kurz überlegen, wenn diese Zeichnung hier maßstäblich wäre, was für Werte für R und S hier in Frage kämen, sodass man zu dem Schnittpunkt S gelangen würde. Ja, wir lösen das Ganze auf. Wenn man jetzt dreimal den Richtungsvektor V an den Vektor B hängt, beziehungsweise zweimal den Richtungsvektor U an den Stützvektor A hängt, würde man zu dem Punkt S gelangen. Das heißt, wenn man diese beiden Geraden gleichsetzen würde, würde sich ein Gleichungssystem ergeben mit der Lösung R gleich 2, 2 mal U, und S gleich 3. Ja, B plus 3 mal V, auch dann kommen wir zum Punkt S. Ja, jetzt kommen wir noch zu dem letzten Fall. Wie ist das, wenn wir den Fall windschief haben? Ja, wenn die zwei Geraden windschief sind, bedeutet das ja, sie sind weder parallel noch haben sie einen gemeinsamen Schnittpunkt. Auch hier würde man im ersten Fall überprüfen, ob die beiden Richtungsvektoren Vielfache voneinander sind. Das wäre jetzt hier natürlich nicht der Fall, wie man auch an dieser Zeichnung sieht. Und sie haben ja auch keinen gemeinsamen Punkt. Das bedeutet, wenn man die beiden Geraden gleichsetzt, würde dieses Gleichungssystem keine Lösung haben. Das bedeutet, man würde in diesem Gleichungssystem keinen bestimmten Wert für R und keinen bestimmten Wert für S bekommen, da es keinen gemeinsamen Punkt gibt. Das heißt, das Gleichungssystem wäre hier nicht lösbar und damit hätte man den Fall windschief. Das ist die Vorgehensweise, wie sie im Buch beschrieben wird. Es gibt grundsätzlich eine weitere Vorgehensweise, die ich persönlich für einfacher halte. Das werde ich euch in einem weiteren Video zeigen. Auch hierzu, zur ersten Vorgehensweise wie im Buch, werde ich ein weiteres Video machen mit Übungsaufgaben und die dort besprechen. Dann werde ich auch die zweite Vorgehensweise vorstellen. Diese führt in manchen Fällen schneller zum Ergebnis. Das soll es jetzt zu diesen Berechnungen gewesen sein.